So, und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Attila Total War mit den Hunnen. Ja, das letzte Mal haben wir in Paraetonium Arxum angegriffen und die Stadt auch niedergerissen. Und die dürften jetzt nur noch eine einzige Siedlung haben. Das ist auch der Fall, sehr schön. Hätte man sich auch mal vorher vergewissern können, aber egal. Und ich denke mal, wir können dieses Problem mit dieser Armee, mit diesen kleinen Flotten und auch mit dieser Megaflotte hier unterbinden, indem wir die jetzt unterwerfen. Ich hoffe, das funktioniert auch so. Alles nach Plan. Ich meine, die Truppen sind ja hier ziemlich angeschlagen durch die Hungersnot. Es könnte allerdings eine Sache geben, die mir jetzt hier einen Strich durch die Rechnung macht, sehe ich gerade. Ja. Ich sehe schon, das Problem ist, dass wir hier belagern müssen. Weil das ist eine Großstadt. Er hat hier auch Mauern. Ich weiß nicht, ob ich hier einen Söldner-Onager bekomme. Bekomme ich. Perfekt, wir haben auch 19 Einheiten. Dann holen wir uns einen Söldner-Onager. Dann ist das Problem direkt gelöst. Und genau, dann greifen wir die jetzt an. Und ich werde diese Stadt nicht ausrauben, damit er das natürlich direkt nutzen kann wirtschaftlich. Ein Großteil des, oder naja, ein gewisser Anteil des Wachstums und des Reichtums wird ja auf uns dann übertragen. Deswegen unterwerfen wir jetzt nur. Das heißt, die Gebäude werden jetzt nicht so derart zerstört. Jetzt bin ich mal gespannt, ob der auch direkt Frieden mit unseren anderen Kandidaten hat. Nee. Der ist immer noch im Krieg mit Ägypten, immer noch im Krieg mit Himja. Aber ich denke mal, Himja, die sind sowieso weit davon entfernt. Die sind ja auch nicht einmal hier rüber gesegelt. Sehr gut. Die Beziehungen sind natürlich eine Katastrophe hier. 2285. Die Frage ist halt auch, wie lange hält das Ganze jetzt hier. Aber wir warten erstmal, wir warten erstmal. Die bekommen auch direkt mal ein Ziel. Die dürfen nämlich hier diese Nebensiedlung angreifen. Vielleicht machen sie es auch von sich aus. Ich kann dir leider nicht das Ziel geben. Die werden schon wissen, wo es hingehen soll. So, das werden sie alles reparieren, denke ich mal, bis nächste Runde. In der Regel machen die ja dann auch untereinander ihren Friedensvertrag, weil ich meine ja, ich bin jetzt hier der Anführer des ganzen Bündnisses. So, kann man es auch mal anschauen. Auch schön hier das Ganze in Blau zu sehen. Die werden schon wissen, dass ich nicht, ja, nicht dafür bin, also dass ich nicht den Krieg hier weiter befeuern möchte. Ich hoffe, dass die jetzt untereinander Friedensverträge abschließen. Das wäre mir jedenfalls sehr wichtig und es wäre auch richtig an der Stelle. Oh, hier fehlen sogar zwei Einheiten, da müssen wir unbedingt mal nachrekrutieren. Ist auch eine wichtige Horde, hier darf nicht allzu viel verloren gehen. Es ist sogar eine sehr wichtige Horde. Hoffentlich kommt jetzt hier nicht irgendwer an. Aber die Alemannen reichen mich schon mal nicht. So, dann haben wir noch diese Rebellen, die jetzt hier stehen, genau. Ist auch witzig. Selbes Symbol, ne? Das sind oströmische Rebellen, das sind römische Separatisten, also tja. So, die würde ich jetzt gerne mal nach Norden schicken, weil hier gibt es für uns nichts mehr zu holen. Atulis wird hoffentlich dann durch Arxum zurückerobert und ja, in der Nähe von Pachoras werde ich weiterhin eine einzige Horde stationieren, die hier in allen regelmäßigen Abständen mal die Stadt ausplündert. Jetzt haben wir hier wieder eine Einheit verloren, ärgerlich. Ja, das kann unser Fraktionsanführer übernehmen. Dann schicke ich die zwei Horden schon mal wieder nach Norden. So. Zurück in die Heimat.
Dasselbe gilt auch für die Spione, die brauche ich ja nicht mehr. Der kann noch ein bisschen helfen hier, die Unstimmigkeiten zu fördern. Sehr gut. Entwickeln können sich die Ägypter immer noch nicht. Das will mir nicht so recht gefallen. Da sind leider auch ein paar Truppen übrig geblieben. Ist auch nicht ganz optimal, aber was will ich tun? Sagen, weiter geht's. So, ein bisschen mehr Hingabe, auf alle Fälle. Oh ja, Hingabe ist gut. Dann sehe ich gerade, dass der auch noch gar keine Attribute hat. Forschungsrate, Nahkampfschaden für Infanterie, das macht jetzt weniger Sinn. Geschossschaden für Kavallerie, auf alle Fälle. Einkommen durch Plündern, ja. Prozent mehr Reichweite auf der Kampagnenkarte, auch das ist gut. Wie kann ich euch dienlich sein? Mehr List, mehr Unzufriedenheit. So, wie sieht es mit Gebäuden aus? Ja, hier könnte man was bauen, aber die Integrität geht hier noch aufwärts. Solange die Integrität positiv ist, baue ich kein Integritätsgebäude. So, Nahrungsgebäude gehen eigentlich immer. Würde ich sagen, wir bauen hier eine Ziegenherde. So. So, dasselbe machen wir auch hier, Ziegenhirten. Passt. Weiter geht's. Schließt Friedensverträge. Ein Appell. So. Gucken, wann die mir in den Rücken fallen. Also Axum, minus 2200 Beziehungen. So schlecht hatte ich noch nie Beziehungen. Also durchaus wahrscheinlich, dass die mir in wenigen Runden wieder in den Rücken fallen. Aber ich werde mich darauf vorbereiten. Ich werde auch damit rechnen. Dann könnt ihr auch mal anfangen, unser Bündnis zu zählen. Also, ich habe ja mittlerweile, glaube ich, 5 Tributstaaten. Das kann sich mittlerweile sehen lassen. Ich glaube, das ist sogar ein neuer Rekord, den wir mittlerweile haben an Unterstützern. Die ist aber immer noch ausbaufähig, definitiv. So, feindliche Agentenaktivität. Haushalt gewonnen. Meisterattentäter. Die List ist schärfer als jedes Schwert. Plus 5% Chance, ein Ziel zu töten. Erfolgswahrscheinlichkeit feindlicher Agenten minus 10%. Ja, das klingt gut.
Rang erhalten, Uto. Sehr schön, Level 10. So, hier erhöht sich jetzt nicht mehr so viel. Und es ist egal, was wir hier weiter verbessern. Agenten Selbstabwehr finde ich aber tatsächlich noch am besten. Also Hingabe habe ich jetzt nichts dagegen. Kosten der Agentenaktion, das ist ziemlich unwichtig. Also Hingabe. Da noch ein Hingabepunkt und hier auch. So. Agentenabwehr erhöhen. Anatolien ist im Krieg mit Darkion. Wir haben ein Lagerfeuer errichtet. Und die Nahrungsmittelknappheit wurde hier gelöst in der Horde, weil wir die jetzt hier wieder auf zwei Regionen aufgeteilt haben. Und die germanischen Separatisten haben jetzt hier Paraetonium wieder aufgebaut. Da kommen schon die Alemannen. Da hau ich erstmal ab. Tschüss. Was machen wir mit euch? Wo soll ich mit euch hin? Auf alle Fälle will ich mal wieder einen Spion hier in der Ecke haben. Wir schicken jetzt mal den Spion, genau. Den schicken wir jetzt mal in die Ecke. Antiochia. Nicht verkehrt. So, hier sind zwei Spione, die mir auf die Nerven gehen. Die versuchen wir jetzt mal Stück für Stück zum Moxen. 55% und 62. Fangen wir mit ihm an. Sehr schön, Erfolg. Der ist weg. Und dann machen wir wieder 12.000 Gold, jetzt wo wir die Truppen wieder besser aufgeteilt haben. So, die wollen hierher, wenn ich das richtig sehe. Axum, wie sind die Beziehungen? Verschlechtern sich immer noch. Vielleicht kann man die ja in irgendeinen Krieg mit reinziehen. Alter, bloß nicht, ey. Ich werde doch jetzt nicht meinen anderen Verbündeten in den Rücken fallen. Nee, nee, das machen wir nicht. Aber ihr könnt mir vielleicht helfen. Burgunder vielleicht. Nee. Die wollen mir nicht helfen. Für die Ghetto. Ich sende mich nach einem Kampf. Schwert meines Volkes. Ich hab dich im Blick. Ich hab dich ganz genau im Blick, mein Freund. Und ich wäre sehr froh, wenn die jetzt endlich mal Frieden schließen hier. Da habe ich nichts von, wenn meine Tributstaaten untereinander Krieg spielen. Was ist denn hier passiert? So, das ist Wüstenverschleiß, was die hier haben. Ah ne, die haben angegriffen. Ah, daran liegt's. Die haben die Stadt angegriffen. Tja, das wäre doch jetzt die Möglichkeit für euch, wenn ich hier diese blöde Flotte vor dem Hafen stehen würde. Vielleicht hätte ich die doch vernichten sollen. Wäre vielleicht wirklich die bessere Wahl gewesen. Axum komplett zu zerstören. Dann hätte ich halt diese schöne Stadt hier komplett dem Erdbogen gleich machen müssen. Also ganz im Ernst, vielleicht überlege ich mir jetzt wirklich noch, ob ich das mache. Ich meine, die Option besteht nach wie vor. Dass wir dann einfach im Laufe der Zeit Ägypten das alles wieder aufbauen lassen. Muss ich mir mal noch überlegen. Aua. Den hat's erwischt. So, ihr kriegt hoffentlich eure Instabilität hier irgendwie in den Griff.
Himmler, drei Armeen. Drei, vier, fünf, sechs, sieben Truppen hat der, Alter. Das ist schon nicht schlecht. Und eine Flotte dazu. Das kann sich sehen lassen. Jo, dann wollen wir mit dem Agenten mal weiterziehen. So, haben wir hier neuen Fraktionen entdeckt. Sieht nicht so aus. Naja, die haben ja jetzt ganz eigene Probleme, diese Separatisten. Da bitte angreifen. So, der könnte schon aufsteigen. Dann soll er das gleich noch machen. Hoch mit dir. Diplomatie, Markomannen auf freundliche Beziehungen. So, wie sieht's eigentlich hier in der Ecke aus? Kaukasische Separatisten? Ui, das ist nicht gut. Die haben jetzt hier Lasika vertrieben. So, die Ruhier sind nach wie vor noch nicht im Krieg mit... Nee, mit den Sassaniden noch nicht. Aber das bahnt sich ja an, hier bei minus 200 Beziehungen. Ist das Ganze ja jetzt nicht völlig abwegig. Ich sende mich nach einem Kampf. So, hier sinkt die Integrität aktuell. Das finde ich jetzt nicht so dolle, aber es liegt auch an unseren... Ja, Sklaven, die wir gemacht haben. Da würde ich vorschlagen, weiter geht's. Ein Moment der Ruhe. So 8000 für Bündnis, natürlich. Nicht. Haben die gerade angegriffen? Ich glaube nicht, oder? Nee. Haben die Frieden verhandelt? Nee, auch nicht. Verhandelt Frieden, meine Freunde. So, Agenda entdeckt. Ziegenhütten errichtet. Der ist gesund. Das ist schön. So. Ja, ich würde sagen, wir befördern den auf Alpha jetzt in diese Ebene. Dann kommen die beiden in diese Ämter und dann am Schluss können wir ihn ja von hier auch wieder in diese Position bringen. Das wird den zwar nicht ganz so glücklich machen, aber ja, nach dem Vorgehen würde ich das Ganze erstmal planen. Na?
Boah, haben die viel Einfluss. Das kann sich wirklich sehen lassen. Der ist 58 Jahre alt. Das ist wirklich ein sehr hohes Alter inzwischen. Ein sehr hohes Alter. So, was haben wir hier in der ägyptischen Flotte? Eine Flotte der Abdani. Hier geht's weiter. Endlich mal eine andere Fraktion entdecken, aber ich finde nichts. Ich finde einfach nichts. So, wie geht's eigentlich Anatolien? Oh, die sind mittlerweile auch im Krieg mit den Alemannen. Die trauen sich was. Haben deswegen auch gute Beziehungen mit den Sassaniden. Na, schön. Seid gegrüßt, ehrenwerter Freund. Interessant, interessant. Was haben wir hier? Rugier. Was machen die Rugier denn jetzt hier? Die sind bestimmt die ganze Zeit durch das Gebiet gelatscht und deswegen haben die auch so schlechte Beziehungen zu den Sassaniden. Wobei es geht. Militäraktion gegen Weströmer. Nee, die Rugier haben ganz gute Beziehungen sogar. Hey, das kann ich jetzt wirklich gar nicht gebrauchen hier. Vielleicht helfen die mir ja. Na, ah, die haben freundliche Beziehungen mit den Rugian. Notwendigen Last der Diplomatie. Eure Güte. Sehr gut, da helfen sie mir schon mal. Boah, 900 Beziehungen, ist auch nicht schlecht. Davon allein 659 gegen Axum. Ja, bleiben wir hier erstmal daneben stehen und soll er mich halt angreifen. So, für dich geht's in die Richtung weiter. Vielleicht können wir den ja sogar sabotieren. Was gibt's denn da für Optionen? Armee fehlleiten. Das können wir ja mal machen. Gescheitert, schade. So, du guckst hier. Die Rebellen haben wahrscheinlich angegriffen und wurden jetzt hier vertrieben. So, Unstimmigkeiten fördern. Das können wir nicht. Auf geht's! So, perfekt. Genau. Die könntet ihr auch gut gebrauchen, die Armee, weil ihr habt ja immer noch ein kleines Problem mit eurer öffentlichen Ordnung. Dasselbe habt ihr zwar hier und hier auch, aber die kriegen es nach und nach in den Griff. So, der nächste Agent, hoffentlich ist auch der letzte. 55%, sehr schön, der ist weg. Wunderbar. So. Dann bauen wir jetzt hier mal den Fleischpökler. Leckeres Fleisch. So, hier wird fleißig rekrutiert. Die werden jetzt aber sicherlich auch die ganzen Kelten anlocken. So, das gefällt mir hier nach wie vor nicht. Vor allem, weil die Ägypter hier einfach mehr... Die haben nicht eine ägyptische Einheit in ihrer Armee, jedoch einmal. Hier haben sie noch eine Einheit Kompetenz, Speerträger und Kohorten, aber ansonsten nur Einheiten aus der Steppe. Krieger der Steppe, bosporianische Infanterie. Ja, ein paar Söldner. Was wird das, mein Freund? Ich hab's bestimmt auch bald belagert. Ostromische Rebellen.
Hast du schon mal schauen, wie es in der Ecke aussieht? Okay, hier ist irgendein Aufstand, das sieht man an der plus 20. Gucken, was jetzt hier in der nächsten Runde passiert. Der wird Statthalter dort eingesetzt. Vielleicht entsteht da jetzt eine neue Fraktion. Wir werden es erfahren. So, Agentenabwehr, kann man das noch irgendwie erhöhen? Nee, nehmen wir den Listwert. Der Hingabewert muss erhöht werden. Okay, weiter. Geht's. So, die greifen jetzt hier an. Ja, ganz im Ernst, unterstützen wir die. Vorerst, vorerst. So, er hat es direkt besetzt. So, die Rugier, sie greifen an. Gut, dann müssen wir die Schlacht spielen. Was hat denn der hier drin? Söldner der bosporianischen Krieger. Haufenweise Speermeister. Aber das sollte auch eine Schlacht werden, die ja, eigentlich keine allzu großen Probleme hier entstehen lassen sollte. Hat zwar wirklich viele von diesen Armbrustschützen. Aber wenn wir dort den Plänkelmodus richtig ausspielen, weil die Einheiten der KI sind immer im Plänkelmodus, können wir die vor uns hertreiben. Und während die fliehen, können wir denen in den Rücken schießen. Ja, wird eine ganz angenehme Schlacht werden. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.